Buenos dias und willkommen zu einem kleinen Infovideo. Das werden jetzt wahrscheinlich sehr viele nicht wissen, aber die wenigen, die mich in Facebook, auf meinem German Mafia Account auf Facebook als Freund geaddet haben, die haben mitbekommen, dass ich letztens eine kleine Stange Geld investiert habe in neue Computerteile. Und ich dachte, ich präsentiere euch das jetzt mal. Also im Prinzip habe ich jetzt ein neues Motherboard, eine neue CPU und eine neue Grafikkarte. Und da ich auch sowieso von vielen jetzt gefragt wurde, was ich denn jetzt alles so neue Teile habe, fange ich jetzt einfach mal an. Als Betriebssystem, weil ich genau weiß, dass das jetzt schon wieder einige wissen, ich benutze hier Windows 7 Ultimate, aber eine etwas speziellere Version, was eigentlich nicht wirklich speziell ist. Ich habe mir einfach nur einen anderen Skin runtergeladen. Ich weiß es leider nicht, wie der heißt, und ich bin jetzt auch so faul, den rauszusuchen. Ich schreibe den vielleicht mal später hier rein. Und ja, ich würde mal sagen, ich fange mal an. Als erstes das Motherboard, was ich jetzt hier drin habe, das seht ihr jetzt schon hier, eigentlich nicht wirklich, aber tolle Informationen, die man hier erstmal wieder direkt kriegt. Das ist auch übrigens ein verwandtes Programm von Everest, für diejenigen, die es ja unbedingt wissen wollen. Ja, gut. Fangen wir erstmal mit der CPU an. Ich habe mir gekauft eine AMD FX 8150 8-Core Prozessor, also ein 8-Kern Prozessor, der jetzt mit 3,6 GHz getaktet ist. Sieht man auch hier ganz schön, und ich sage es mal ganz ehrlich, ich merke einen deutlichen Unterschied beim Rendern. Das Rendern geht wirklich wesentlich schneller. Selbst wenn ich in HD rendere, geht das richtig zügig. So, ja, zum Motherboard an sich. Jetzt müsste ich eigentlich mal wieder die Packung rauskramen, aber ich sehe sie hier gerade. Muss ich mich hier nur ein bisschen strecken. So, als Motherboard, ich versuche das jetzt nochmal irgendwie hier rauszufinden. Gut, das sieht man hier nicht, also sag ich es jetzt einfach. Das ist ein ASRock 970 DE3-U3S3 Motherboard. Das ist in einem ATX-Format und hat mich auch nur bei Mindfactory knapp 60 Euro gekostet. Und ich sag ganz ehrlich, das Motherboard ist der Hammer. Allein schon, dass ich meine 16 GB da ohne Probleme untergekriegt habe, also meine 16 GB Arbeitsspeicher, ist dieses Motherboard dazu auch noch in der Lage, bis 32 GB Arbeitsspeicher zu verwalten, was ich richtig krass finde. Also wenn ich mal später vorhaben sollte, mehr Arbeitsspeicher einzubauen, weiß ich auf jeden Fall, dass ich dieses Motherboard nicht loswerden muss. Ja, ansonsten zu dem Motherboard, das muss ich jetzt hier alles von der Packung vorlesen, weil ich das jetzt echt scheiße finde, dass ich das jetzt hier euch nicht anzeigen kann. Zu dem Motherboard an sich, es ist halt ein AM3 Plus Sockel. Also für diejenigen, die ein bisschen Ahnung von IT haben, wissen, ein großer Unterschied besteht da eigentlich nicht zwischen AM3 und AM3 Plus. Also davor hatte ich AM3, jetzt habe ich halt AM3 Plus. Ich sag immer AMD, um Gottes Willen. Ja, die RAM-Riegel können halt je nach Variation bis zu einer Takt von 1866 MHz eingebaut werden. Ansonsten habe ich hier drei PCI 2.0 Anschlüsse mal X1, also mal 1. Das trifft sich sehr gut, weil ich mir sowieso wieder weit eine neue Soundkarte zulegen möchte, und dazu brauche ich so einen Anschluss. Und der richtige Hammer kommt jetzt. Dieses Mainboard, also dieses Motherboard, hat 8 SATA-Anschlüsse. Ja, und zwei davon sind SATA 3 Anschlüsse. Also das ist eine deutliche Steigerung. Ich glaube, das waren 6 GB die Sekunde an Lese- und Schreibgeschwindigkeiten, was ich richtig habe. Und der richtige Hammer kommt noch. Das Motherboard hat 12 USB-Ports. Ja, also es ist eine deutliche Steigerung. Wenn ich mal daran denke, ich habe 70 Euro für mein altes Motherboard ausgegeben und ich gebe jetzt hier knapp 60 aus für ein Motherboard, was so viel umfangreicher ist, frage ich mich ganz ehrlich, warum habe ich das noch nicht früher gemacht? Ja, okay, also damals gab es das wahrscheinlich noch nicht. Ja, und da fällt hier gerade irgendwas raus, aber das ist egal. So, und von den 12 USB-Ports sind 2 schon auf USB 3.0, was ich auch richtig hammergeil finde. Ein PCIe-Express-Anschluss für den X16, also für die Grafikkarte logischerweise, ist vorhanden. Und zur Grafikkarte komme ich jetzt auch mal. Das kann ich euch jetzt hier auch noch zeigen. Moment. So, da haben wir sie. Ich habe eine Nvidia GeForce GTX 560 mit 2 GB Arbeitsspeicher, um pingelig zu sein, 2048 MB. Und auch da merke ich einen Unterschied, wenn ich jetzt mit DxToy und Fraps GTA 4 aufnehme, sage ich euch mal was. Früher mit meinem alten PC, mit meiner alten GTS 250, konnte ich von Glück reden, wenn ich mal 40 Frames hatte. Off-Cam. On-Cam hatte ich vielleicht, wenn ich Glück hatte, 28. Und jetzt kann ich ganz flüssig mit 60 aufnehmen. Und das finde ich einfach nur der Hammer. Ja,
das war so viel zu meiner Grafikkarte. Wie viel Arbeitsspeicher ich jetzt drin habe, habe ich euch jetzt auch gesagt. Was ich für einen Prozessor drin habe, habe ich euch eben gesagt, was für ein Motherboard ich drin habe. Ja, ansonsten natürlich habe ich hier ein 64-Bit-System drauf. Wer ist ja auch schwachsinnig, für diejenigen, die es nicht wissen. Falls ihr mehr als 4 GB RAM habt, solltet ihr euch ein 64-Bit-System zulegen. Falls ihr wissen wollt, wo ihr das rausfinden könnt, was für ein System ihr installiert habt, zeige ich euch das jetzt mal ganz schnell. Und gehen wir hier auf den Computer drauf. Sieht natürlich jetzt auch ganz ein bisschen anders aus. Ihr seht auch hier, ich habe gerade den Treiber für meine TV-Karte installiert. TV-Kartentechnisch habe ich eine AVerMedia H727 TV-Karte, für die man einen PCI Express X1 Anschluss braucht, also den etwas kürzeren. So, und ihr seht jetzt hier auch gerade, dass ich das hier alles ordentlich sortiert habe und geplant habe. Hier sind meine ganzen Spiele installiert, hier sind meine ganzen Projekte installiert. Die Festplatte nutze ich auch übrigens, um meine ganzen Let's Plays aufzunehmen, und falls das noch voll wird, weiche ich auf eine von den anderen beiden aus. Ich habe hier eine 3 Terabyte Festplatte für meine ganzen Medien, also Musik, Filme etc. pp. Ansonsten speichere ich ja auch zum Teil mit den Filmen natürlich auch zum Teil meine Let's Plays aus. Hier kommen halt die ganzen Rohdateien drauf, und jeder, der Let's Plays aufnimmt mit Fest, weiß, das sind große Dateien. Aber das wollte ich euch jetzt nicht zeigen. Also wenn ihr hier euch euren Arbeitsplatz, beziehungsweise Computer, warum auch das Ding immer Computer heißt, schwachsinnig, öffnet, klickt ihr hier einfach mal oben auf Systemeigenschaften, und dann könnt ihr hier sehen, was das hier für ein Prozessor ihr habt, was ihr für ihren RAM hier habt. Und hier seht ihr auch den Systemtyp. Also bei mir ist es halt ein 64-Bit-System. Wenn hier eine 32 steht, ja, müsste hier hinten noch eine Klammer stehen von dem RAM, den ihr eigentlich habt. Und hier steht der RAM, der eigentlich nur verfügbar... das ist die Anzahl von dem RAM, der eingebaut ist, und in der Klammer steht das, was das Betriebssystem benutzen kann. Gut, dann habe ich euch das jetzt gezeigt, und ich hoffe, ihr freut euch jetzt an der hoffentlich stark gestalteten Qualität meiner Let's Plays. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und verabschiede mich hiermit. Also, ciao, ciao.